Hallo und willkommen zurück. Wir spielen weiter The Movies, Stunts and Effects. Und schau mal, was hier noch so geht bei unserem tollen Filmstudio. So, wir haben unseren letzten Film herausgebracht. To get to the top of the charts, you'll need to focus on improving the star ratings of your stars, movies and studio. Ja, wir müssen natürlich weiter hart arbeiten, ist schon klar. The star rating of a star increases with the success of their movies. Ja, hier gibt's das Star Rating des Stars. Wie man sieht, Sharon Stone hat schon fast einen Stern. Star rating increases with the quality of the script, the cast and director, their performances and many other factors. Ja, genau, bla bla bla. To get more details on what is affecting the star rating of a star, movie or studio, hover over it in the charts. Ja, interessiert mich nicht. When part of a star's, movies or your studio's rating changes significantly, a message will appear to show you what has changed. Ja, wunderbar, toll. Fertig. You can get a breakdown of the best and worst features of the studio by reading the studio reviews. At the production office, place the information object in the reviews room. Was soll ich machen? Also, wir haben hier derzeit Tom Hanks, Vera Entwehen und Sharon Stone. Und wir sind ziemlich gut, stabil, finanziell, da sind wir stabil, meine ich. Ja. Ah ja, unsere Angestellten werden durch gutes Catering verwöhnt. Wir haben eine ekelhafte, stinkende Frittenbude, aber egal. Dann, wir haben nicht wirklich gute Stars, also, nee. Ja, toll. Alles klar. Perfekt. Fertig. After making a movie, stars usually need some time to relax. An overworked star is not a happy star, and stress could lead to bad behavior and further problems. Bla bla bla, genau. Die Stars, die müssen sich ausruhen, ist schon klar. Da achte ich aber nicht drauf. Für mich müssen die arbeiten und funktionieren, ansonsten können die gehen. Ganz einfach. Hover over a star to see their stress. Okay. Stars can de-stress in various ways. A snack van is a good place for now. Okay. Ich habe einen Snack van. Guckt, da ist ein Snack van. So, alles klar hier bei dir, Sharon? Alles klar? Gut. Was ist hier mit der Vera? Die ist auch okay. Der auch. Wir sind doch alle perfekt. Ist doch alles gut. Ja, oder? Geht's dir gut, Tom? Alles klar, Tom? Gut. Tom geht's gut. Hier, der geht's auch gut. Um mal zu gucken eben hier. Die ist ziemlich zufrieden eigentlich mit allem. Die wollen auch noch kein Geld haben, großartig. Also ist alles perfekt. So, gut. With time you'll acquire new facilities in which your stars can de-stress. Certain ornaments can also help stars to relax. Gut, klicken wir mal drauf. Wir können hier Objekte platzieren, damit die nicht mehr so gestresst sind. Oh, das ist schön. Decoration. Genau. Ja, komm, wir sind ein Filmstudio, ja? Können ja wohl ein bisschen protzen hier am Eingang. Darum wollte ich hier auch den Platz am Eingang weiter belassen. Und zwar hier ist quasi unsere Motorshow. Stellen wir hier direkt ganz protzig mal so ein Auto hin. Okay. Und einen schönen Brunnen hier am Anfang. So. Was ist das? Eine Straßenlaterne. Können wir hier irgendwo mal hinsetzen. Da. Da. So. Hier. Und hier. Und hier. Brauchen wir ja auch, ne? Im Dunkeln. Im Spiel wird es ja auch immer dunkel, ne? Mhm. Machen wir hier noch eine Straßenlaterne hin und da noch eine Straßenlaterne. Hier eine Laterne. Da eine Laterne. So, alles klar. Was haben wir denn hier? Christbaum oder was? Den brauchen wir, glaube ich, noch nicht. So, was haben wir noch? Okay. Bänke. Bänke brauchen wir. Das Schöne ist, die Bänke, die können wir überall hinsetzen. Zum Beispiel auch hier. Moment. Na, dreh dich. Dreh dich um. So, da eine Bank. Und hier eine Bank.
Ich finde, die müssen auf jeden Fall auch sitzen können, die Stars. Ein Star, der nicht sitzen kann, ist kein fauler Star. Und Stars müssen faul sein. So. Gut, dann haben wir das ja schon mal geklärt hier. Haben wir neue Objekte bekommen? Na, nicht wirklich, aber... Warum ist denn das jetzt hier als... mit einem Stern markiert? Keine Ahnung. Wissen die wohl selber nicht. So, ein schönes Beet hier. Nee. Wir haben genug verbessert, es reicht. Okay, gut. Okay. Was ist hier? For your next movie, you'll need to write your own script. With the industry beginning to grow and competition rising, scripts won't just materialize at your front gates. Den Film müssen wir jetzt ins Archiv stecken, der macht kein Geld mehr. Hat aber auch genug Geld eingebracht eigentlich. So, wir werden jetzt unser eigenes Skript schreiben. Das ist toll. Erwartet da bitte nicht zu viel von mir. Ich kann diesen Movie Maker hier nicht benutzen vernünftig. Ist mir auch ein bisschen zu blöd, aber wir machen trotzdem ab und zu natürlich auch unsere eigenen Filme, ist klar. So. Gut. The easiest way to write a script is to hire some scriptwriters to do it for you. To do this, you'll need to build a scriptwriting office. Do this now. Wir sollen ein Scriptwriting Office bauen. Basic, okay. Oh, was haben wir jetzt dazu bekommen? Wir haben dazu bekommen Star and Script Selling Facility. Oh, das ist gut. Naja, wir nehmen das hier. Das brauchen wir. Ist ein sehr wichtiges Gebäude für uns. Das werden wir auch an einer guten Stelle hier positionieren, nämlich genau hier. So. While the scriptwriting office is being built, hover over your stars to see if you can improve any of their moods. Boah, ich muss nicht die ganze Zeit hier meine schönen Stars anschauen. Was soll der Quatsch? Denen geht's gut. Ist alles okay. Die sind noch nicht alkoholsüchtig geworden. Wir haben ja auch noch gar keine Kneipe hier gebaut, wo die saufen könnten. Wenn wir die nämlich gebaut haben, dann geht das rund hier. Dann wird sich Vera entweder abends mit Tom Hanks zusammen besaufen. Und dann, gehen die Liebe machen und zeugen hässliche Vera-Kinder. Mhm. Ich sehe es schon kommen. So. Okay. Gut. Alles ist gut. Meinen Stars geht es gut. Aber das Wichtige ist ja, wenn wir nichts zu tun haben, so wie du, du blöde Sau, Vera entwehen kann mich jetzt mal hier direkt ein bisschen... Nee. Ach, komm. Geh hier hin, mach Horror. Du kannst Horror. Du bist ja auch so eine Horrorgestalt, ey. Sharon Stone nehmen wir auch, die kann hier ein bisschen sich verbessern. Und Tom Hanks kann ein bisschen Comedy üben. So, wir lassen den mich jetzt ein bisschen üben hier. Weil, ne? Die sollen schließlich nicht untätig sein. Oh. Dieser Part des Videos, des Let's Plays wird ein bisschen kürzer werden, glaube ich. Der Grund ist, ich habe keine Zigaretten hier und kann ohne Zigaretten nicht spielen, weil ich süchtig bin. Tut mir leid. Das heißt, in weniger als 10 Minuten werde ich diesen Part schon beenden. So, wir sollen jetzt hier ein Skript machen. Okay, start writing a script by taking someone from the line. Okay, wie üblich, wir nehmen uns einen von den Leuten hier. Sind aber alle beide noch nicht wirklich erfahren und sehen wahrscheinlich auch gleich aus. Mal gucken, ja, Klonkrieger. Attacke der Klonkrieger. Schon wieder die gleichen Zwillinge wie eben schon. Das ist echt fantastisch. Egal. So. Uiuiui. Warte. Moment. Genre Interest. Ja, im Moment sind alle Genres gleich gefragt. Das heißt, theoretisch nehmen wir einfach mal was, was gut läuft. Wir haben die Vera, die kann Horror machen. Die Sharon kann aber nur Romantik spielen. Nehmen wir Romanze, komm. Although this gives you less control over the details, it allows you to focus on other things. Okay. Okay, while the script is being written, let's take a look at the relationships between your stars. Jetzt soll ich mir angucken, wie sich die Stars miteinander verhalten. So it's worth nurturing healthy relationships. Ja. Pick up one of your stars, then you can get them socializing.
Die können mich mal am Arsch lecken. Ich brauche mich jetzt erstmal hier bitte. Wo ist bitte meine Putzfrau? Olle Putzfrau, wo bist du? Mach hier sauber gefälligst. So. Ja, alles toll. Jetzt kann ich gucken, wie die sich untereinander verstehen oder was. Genau. Verstehen sich ziemlich gut, alles prächtig, alles toll, aber ich habe doch schon gesagt, ich mag es nicht, wenn die untätig sind. Du kannst jetzt mal was machen, was du eigentlich nicht kannst. Das gilt auch für dich und für dich. Du musst alles können, so. Ja, ja, bla bla bla, leck mich. Halt die Klappe, ich mach das nicht. Ich will aber nicht, dass die sozialisiert sind. Von mir aus sitzen die einen ganzen Tag alleine in irgendeiner Kammer rum. Hauptsache, die bringen ihre Leistung, wenn es gefordert ist. Und jetzt sollen sie gerade üben. Ich möchte mich, dass sie sich verbessern. So. Alles klar. Gut. Okay. Ey. Pick up one of your stars, then you can get them socializing. You can hover over each star to see how they feel about their colleagues. Ey, das ist echt, ich hasse dieses Tutorial, wirklich. Ich will es aber gerade nicht, die sollen üben und sich verbessern. Mein Gott, wir haben schon den 22. Dezember. Wie lange haben wir eigentlich schon den 22. Dezember? Hatten wir den nicht vor 40 Minuten auch schon? Komisch. Naja, egal. Gut, hast du dich verbessert hier? Das ist schön. Okay, jetzt kann ich den nehmen. Jetzt kann ich dich hier haben. Lassen. Okay. With time, you'll acquire new facilities in which stars can socialize. This will help them advance their relationships with each other. Okay, Sharon Stone ist gar nicht so begeistert, glaube ich. Nee. Naja, egal. Macht mal. Sozialisiert euch. Okay, while you're waiting for the script to finish, try making use of your new set. You can make stars practice to stop them from getting bored and to increase their experience. To make a star, you can see the star's experience in the genre associated with this set. Halt die Klappe, jetzt soll ich die natürlich üben lassen, ne? Es ist schon klar. Das ist da echt bescheuert. Naja. Stars will practice for a short time. Okay, until the script is ready, try to make your stars as happy as possible in preparation for making the movie. Or do some more work on the studio. Ja, ist okay. Klar, sicher. Ich soll die üben lassen und soll aber sofort anschließend meine Stars happy machen. Wie soll das gehen? Entweder arbeiten die oder die weiß ich nicht. Keine Ahnung, spielen an sich rum oder sozialisieren sich oder sonst irgendwas Tolles. Naja, dieses dämliche Tutorial. Ich habe echt genug davon. So, wie lange dauert das hier noch? Mit dem Skript? Dauert wohl noch. Lass mal gucken, was wird da angezeigt? Also. Ach so, ich kann noch einen. Ja, komm, machen wir noch einen dazu. Dann geht das schneller. Das ist doch gut. Währenddessen können wir hier mal ein bisschen was machen. Und zwar brauchen wir noch jemanden, der sauber macht. Ist okay. Gut. Und noch jemand, der sauber macht. Alles klar. Können wir ja nachher umändern. Je nachdem, ob wir Bauarbeiter brauchen oder nicht. Können wir die Leute einfach zu einem Bauarbeiter machen. Ey, du bist hübsch. Was mit dir? Du suchst eine Anstellung. Gut, wir nehmen einen. Nee. Die ist schlecht. Die ist echt schlecht. Du bist aber schon ziemlich gut. Aber du bist eine Frau. Ist egal. Wir machen dich zum Director. Bitteschön. Herzlich willkommen in meinem neuen Movie-Studio. So, jetzt ist die Frage, wie nennen wir die denn, die Frau? Action-Movies. Ja. Ich weiß nicht genau.
Tja. Ich habe gerade keine Idee. Das ist immer gut, wenn man keine Ideen hat, sollte man auch aufhören. Ich werde mir einen Namen einfallen lassen und würde sagen, im nächsten Part benennen wir dann die gute Frau auch. Ja, gehen wir jetzt Zigaretten holen und spielen dann gleich weiter. Und bis dahin sage ich mal tschüss, abonnieren, kommentieren und bis bald.